Hallo zusammen, hier wieder Ferdi von den Säbelrasslern. Heute behandeln wir unsere dritte Trainingsmethode, die wir bei uns im Training anwenden. Das sind die Übungen Training oder Schläge, Stiche gegen Widerstand. Das ist für viele HEMA-Clubs, zumindest in der Schweiz, relativ schwierig, weil wir haben nichts, wo wir dagegen hauen können, außer unseren Partner. Also mit Training gegen Widerstand meine ich analog zum Boxen, dass man eine Art Boxsack hat, wo man die Schläge und die Haue mit viel Kraft und explosiv ausüben kann. Anders als beim Buhur, das HEMA-Fechten ist ja ein Point-Fighting, das heißt, es geht nicht um Wirkung. Also ich muss nicht so fest zuhauen, dass mein Gegenüber, mein Opponent zu Boden geht. Ist in den meisten Regelwerken, die ich kenne, sogar verboten, finde ich gut so. Trotzdem macht es Sinn, die Schläge ab und zu fester ausführen zu können. Im Turnier ist es nun mal so, dass man eine gewisse Verletzungsgefahr in Kauf nimmt. Und wenn man zum Beispiel einen Zornhau wirklich gut und stark schlagen kann, dann bringt das sicher etwas. Was ich ganz gut finde am Training gegen Widerstand ist, dass es halt diese Explosivkraft, die kann man da wirklich trainieren. Und wenn man einen Schlag oder einen Stich explosiv ausführen kann, kann man ihn auch schnell ausführen. Die Maximalkraft ist immer an die Explosivkraft gekoppelt. Das heißt, wenn ich einen Schlag sehr fest ausführen kann, kann ich ihn automatisch auch schnell ausführen. Und umgekehrt, also wenn ich schnell stechen will oder schnell zum Kopf hauen will, dann komme ich um dieses Training gegen Widerstand nicht herum. Jetzt, was haben wir für Trainingsmittel bei uns im Center? Wir haben etwas ganz Einfaches gemacht. Wir haben Autoreifen genommen und haben die einfach mit einem Stahlseil zusammengebunden. Und die hängen jetzt bei uns an der Decke wie ein Boxsack. Das könnt ihr auch im Garten machen, wenn ihr einen Baum habt oder einen Pfosten aufstellen könnt. Und das ist etwas, was wirklich zu empfehlen ist. Die Autoreifen kosten gar nichts, Stahlseil kostet fast gar nichts. Zusammenbinden geht auch, da braucht man eine Bohrmaschine und einen halben Tag Arbeit, wenn überhaupt, und dann hat man das. Wichtig ist, die Reifenboxsäcke, die werden relativ schwer, das sind 80 bis 100 Kilo, also da müsst ihr schon jemanden haben, der euch dann hilft, das irgendwo hinzumachen, und der Haken in der Decke sollte auch gut sein. Wenn ihr das nicht machen könnt oder wenn ihr eine freie Fläche habt, zum Beispiel eine Wiese, die euch gehört, dann reicht es auch, wenn ihr einen Pfosten einschlägt und entweder Reifenstücke zuschneidet und daran pappt oder halt einfach Reifen rüberstellt über diesen Pfosten und den ganzen diesen Reifenpfeiler füllt mit Sand. Auch sehr, sehr gut. Autoreifen eignen sich hervorragend, weil es gibt zwar Abrieb, also die Klinge wird schwarz, aber eure Klinge geht eigentlich nicht kaputt und ihr macht auch die Reifen nicht kaputt. Es gibt Leute, die trainieren an einem Boxsack, das machen wir auch, aber nur sehr bedingt, keine Stiche und wenn Schläge, dann nur mit den synthetischen Western, weil die Boxsäcke gehen halt kaputt, wenn man das richtig macht. Und so ein Boxsack, ein guter Boxsack bei uns, der kostet zwischen 280 und 400 Franken und das ist doch relativ, ja, ist teuer, nur um seine Explosivkraft zu verbessern. Wenn man nicht auf einen Boxsack und nicht auf so einen Reifenboxsack oder Reifenständer zurückgreifen kann, dann reicht auch ein Pfosten. Also was ich zum Beispiel früher in meinem Garten hatte, war einfach ein Holzpfosten und den habe ich mit Seil umwickelt. Man muss den einfach sehr tief einschlagen, am besten einbetonieren und dann funktioniert das hervorragend. Auch das macht die Stahlwaffen nicht kaputt und gibt gut Widerstand. Bisschen Nachteil, es ist ein bisschen lauter als der Reifenstapel und je nach Nachbarn stört das dann. Was wir noch machen als letzte Methode ist, dass wir dann trainieren wir aber mit unseren Western, also mit den synthetischen Waffen, und das trainiert dann wieder beide, ist, dass einer einfach das Schwert vor sich hinhält, so quasi wie im Flug oder in der Tagposition vom Körper weggestreckt, und der muss halten und der andere kann wirklich fest dagegen hauen. Braucht ein bisschen Kontrolle von beiden Teilnehmern, trainiert aber beide. Einerseits trainiert es die Griffkraft, derjenige, der das Schwert hinhalten muss, der muss da wirklich hart arbeiten. Und der andere, der kann feste zuhauen. Das ist auch eine ganz spannende Übung, wenn ihr die auf Zeit macht, zum Beispiel eine Minute Zwerchen, dann trainiert das dann
nicht nur Schnellkraft oder Maximalkraft, sondern eher Kraftausdauer. Aber auch das können wir beim Kollegen nicht machen. Keiner stellt sich eine Minute hin und lässt sich eine Minute mit einer Fechtfeder die Rübe vollhauen. Also das ist ganz was Wichtiges, würde ich unbedingt einbauen in dieses Training, wenn ihr die Möglichkeit habt. Training gegen Widerstand kommt euch dann im Turnier sehr zugute. Das nächste Video, Video Nummer 4, behandelt dann die Trainingsmethode Sparring und Stressanwendung. Bis zum nächsten Mal, schönen Tag noch und tschüss.